Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unterwegs mit. Mein Name ist Sebastian und ich treffe heute einen Mann, der sich mit Taschen wirklich auskennt. Sven Oliver Pink, einer der Gründer von FontOff, besser bekannt ErgoBag. Das sollte wirklich jeder kennen. Und da es hier ja wirklich um Packen geht, werde ich ihn heute einfach mal fragen, wie er eine Tasche packt, wenn er auf Geschäftsreise geht. Kommt mal mit. Hey! Moin Sven! Willkommen! Wie geht's? Sehr gut, komm rein! Ja. Genau, heute geht's nach Berlin. Ah, okay. Ja, zum Deutschen Gründerpreis. Das heißt, was machst du gegen Verknitterung? Hast du da spezielle Rollen- und Falltechniken? Dafür haben wir bei Seisen hier diese fantastischen Packhilfen entwickelt. Und zwar kann man die erstmal auf Volumen bringen. Mhm. Und erstmal großzügig packen und dann sozusagen vakuumieren. Was magst du an Berlin? Bist du öfters in Berlin und wenn ja, wo treibt es dich da in der Regel hin? Ja, ich bin wahnsinnig gerne in Berlin. Habe auch mal 3 Jahre in Berlin gewohnt, in Mitte. Und habe dementsprechend so meine Orte, wo ich besonders gerne nochmal vorbeischaue. Irgendwie ist das die Metropole in Deutschland, wo einfach extrem viel passiert. Und reist du denn immer mit relativ kleinem, überschaubarem Handgepäck? Oder bist du auch der Typ, der mal mit großen Koffern unterwegs ist? Selten. Also das wäre schon eher ein privater Urlaub oder vielleicht eine Reise nach Vietnam. Wir produzieren unsere Rucksäcke in Vietnam und das ist natürlich schon ein längerer Trip und da braucht man auch ein bisschen Platz, um Sample mit nach Vietnam zu nehmen und vor allem aus Vietnam wieder zurückzunehmen und da habe ich schon eher Volumen. Wir reden jetzt von einer Übernachtung. Also du bist einen Tag unterwegs, das bedeutet, du hast dein Casual-Outfit für heute, das hast du am Mann. Dann wirst du für die Verleihung deine schicken Sachen und für die Rückreise hast du auch nochmal ein Outfit. Für die Rückreise ziehe ich wieder das gleiche an. Okay. Das ist auch ein T-Shirt aus unserer Kollektion von Funktion Schnitt. Das ist aus Merino. Merino nimmt keine Gerüche an und dementsprechend finde ich das zum Reisen immer ganz angenehm. Es ist auch klimaneutralisierend, das heißt, wenn es in der Bahn mal warm wird, dann kühlt Merino. Wenn es im Flieger mal kalt wird, dann wärmt Merino und es nimmt, wie gesagt, keine Gerüche an. Und so ist es eigentlich das perfekte Reisematerial, das perfekte Reiseshirt. Also was darf definitiv auf einer Reise nicht fehlen? Wofür würdest du wieder umdrehen, wenn du es ausnahmsweise vergessen hast? Also was mir schon schwerfallen würde, wäre ohne Laptop zu reisen. Mhm. Den schleppe ich eigentlich überall mit hin. Ich war auch gerade beim Burning Man Festival, hatte auch meinen Laptop dabei, habe ihn natürlich nicht gebraucht. Und auch immer meine Kladde dabei, so, wo ich einfach meine ganzen Gedanken niederschreibe. Okay, also eigentlich umso erstaunlicher, was alles in den relativ kleinen Rucksack hier passt oder in die relativ kleine Tasche. Du hast alles dabei, jetzt fehlt eigentlich nur noch der Gründerpreis. So, wie kommen wir jetzt zum Hauptbahnhof? Für gewöhnlich machst du das wie? Ich habe uns einen Drive Now gebucht. Ah, okay. Wir sind auf dem Weg in die vermeintlich coolste Stadt Deutschlands, Berlin. Bevor es dann für dich zum Gründerpreis geht, wie sieht dein Tag in Berlin aus? Dein typischer Aufenthalt in Berlin? Hast du bestimmte Restaurants oder Cafés, die du ansteuerst, Konzeptstores oder sonstige Sachen? Oder lässt du dich in Berlin einfach übertreiben, bis es dann zum Termin geht? Es gibt so einen Falafelladen in der Nähe von vom Hauptbahnhof, den ich doch häufig gerne ansteuere, wenn man dann so 4-5 Stunden mit der Bahn gefahren ist, so dann ist mal der erste Hunger gedeckt, ne? bis es dann irgendwann zum Dinner geht. La Falafla heißt der, ist in der Oranienburger Straße, da gehe ich immer ganz gerne hin. Dann kommt es ein bisschen auf an, klar, da gibt es ein paar Concept-Stores, die ich gerne besuche, was auch so ein bisschen Beruf ist, ne? Weil ich schon mir auch anschaue, was machen andere Marken, wo geht es gerade so hin. Dann bin ich sehr kunstinteressiert. Dementsprechend habe ich so meine 4 bis 8 Galerien, die ich gerne mal besuche, je nachdem, was sie gerade ausstellen. So, also ursprünglich FontOff Bags. Das war die erste Firma. Dabei ist es ja nicht geblieben. Mittlerweile heißt sie nur noch FontOff. Und kleine Englischstunde, to be font, habe ich mir sagen lassen, ist nichts weiter als in etwas Fanat sein. Was ja im Prinzip schon das Allerschönste ist. Weil wenn man in etwas Fanat ist, dann ist Leidenschaft irgendwie auf alle Fälle in der Tagesordnung. Ja, genau. Also wir haben
uns sozusagen einen Namen geschrieben, dass wir nur Dinge machen wollen, hinter denen wir wirklich stehen, wo wir vernarrt sind, wo wir begeistert von sind. Und am Anfang hieß die Firma Ergobag, wo wir mit Schultaschen angefangen haben. Dann irgendwann kam die zweite, dritte, vierte Marke dazu. Und ja, da haben wir uns gemerkt, dass wir immer, wenn wir Dinge machen, die wir nur des Geldes wegen machen, die wir nur wegen Marktorientierung machen, wo wir vielleicht MeToo-Produkte machen, weil andere das gut verkaufen, dass das immer Bauchlandungen waren, dass wir es immer wieder einstellen mussten, dass das nie richtig lief. Und immer, wenn wir irgendwie mit Begeisterung etwas angegangen sind, mit leuchtenden Augen dann auch in den Handel und zum Kunden gegangen sind, dass das dann immer erfolgreich war. Und ja, deswegen jetzt Front Off. Irgendwie schwer verheimlichen. Wir sind hier in einem ziemlich schicken Design- oder Boutique-Hotel gelandet. Ist das etwas, was deinem absoluten Geschmack entspricht und wie du dich auch verhältst, wenn es ums Hotelbuchen geht? Oder bist du eher so der Typ für Ketten und gar nicht so ein Design-Hotel? 5 Sterne nicht, aber Design ist mir schon wichtig. Ich meine, ich beschäftige mich jeden Tag damit, Marken aufzubauen und ja, versuche, Designprodukte zu verkaufen und da brauche ich auch Inspiration. Aber sag mal, Sven, was hältst du eigentlich so von extravaganten Dingen im Zimmer, wie zum Beispiel einer Badewanne mit einem Raum? Das ist mir zu viel, aber was ich wirklich brauche, ist ein Bett, was wirklich komfortabel ist und irgendwie ein bisschen Platz, um Koffer auszubreiten und ein gutes Frühstück, so das ist mir wichtig. Richtig geil, hier ist übrigens die Bar, an der fehlt wirklich überhaupt gar nichts, aber gibt es denn irgendwas, von dem du sagen würdest, das nervt dich so nahezu bei jedem Hotelaufenthalt? Wo ich schon häufiger drüber stolper, ist so Ein- und Auscheckprozesse. Also manche Hotels kriegen es ja relativ schnell hin, die sind irgendwie vorbereitet, die wissen, wer kommt. Und die wissen auch, dass man am nächsten Tag geht und haben die Rechnung fertig oder schicken sie schnell per E-Mail. Aber ab und an wartet man, muss Dinge ausfüllen, muss sie zum wiederholten Mal ausfüllen, obwohl man schon mal Gast war. Also da habe ich schon wenig Verständnis für. Okay, jetzt kann ich verstehen. Gibt es aber auch eine gute Lösung für. Man könnte an diese Bar gehen und sich dieses Dilemma einfach schön trinken. Also ich würde dir jetzt einfach mal viele, viele Fragen in einem sehr staccatohaften Ton vortragen. Und du darfst einfach so schnell antworten, wie du kannst. Am besten mit Ja oder Nein, entweder oder schwarz oder weiß. Wir fangen mal an. Also, Reisetasche oder Koffer? Rucksack. Fenster oder Gangplatz? Fenster. Bar oder mit Karte? Cash. Taxi oder öffentliche? Öffentliche. Roomservice oder Restaurant? Restaurant. Touribus oder Walking Tour? Walking Tour. Habe ich mir fast gedacht. Ich glaube, man hat auch ganz gut gesehen bei den Fragen, du kombinierst das eine gerne mit dem anderen, ohne das andere dementsprechend auszuschließen. Vielen Dank für diese wunderbaren, schnellen Antworten von dir. Ich würde sagen, wir machen es jetzt mal irgendwie beide ein bisschen frisch und schauen dann mal, was die Hauptstadt noch so zu bieten hat.